Habt ihr das Passwort für euer Samsung-Tablet vergessen, könnt ihr nicht mehr auf das Gerät zugreifen. Aber jetzt gibt es Möglichkeiten, die Bildschirmsperre zu entfernen. In diesem Video wird gezeigt, wie ihr euer Samsung-Tablet ohne Passwort entsperren könnt. Wenn das Gerät mit dem WLAN verbunden ist und du in dein Samsung-Konto angemeldet bist, kannst du dein Tablet mit Find My Mobile-Webseite entsperren. Wenn diese beiden Voraussetzungen nicht erfüllt sind, kannst du eine andere Methode verwenden. Methode 2 – Samsung-Tablet entsperren ohne Passwort. Wenn du dein Samsung-Tablet ohne Passwort in wenigen Minuten starten möchtest, kannst du For You Key for Android verwenden, um dein Samsung-Tablet schnell und ohne Passwort zu entsperren. Lade For You Key for Android herunter und installiere es auf dem Computer. Starte For You Key und verbinde dein Samsung-Tablet über ein USB-Kabel mit dem Computer. Auf dem Hauptbildschirm wähle ich dazu jetzt die Funktion Bildschirmsperre entfernen aus. Wähle Ja. Jetzt beginnt For You Key, die Bildschirmsperre zu entfernen. Nachdem die Entfernung fertig ist, muss das Samsung-Tablet in den Wiederherstellungsmodus versetzt werden. Bitte folge diesen Schritten. Wähle mit der Home-Taste aus. Halte die Leiser- und die Power-Taste gedrückt. Das Tablet schaltet sich aus. Halte die Lauter- und die Power-Taste gedrückt. Das Tablet wechselt in den Wiederherstellungsmodus. Wähle Wipe Data or Factory Reset. Und drücke die Einschalttaste zur Bestätigung. Wähle dann Reboot System Now. Nachdem das Samsung-Tablet neu gestartet ist, klicke auf Weiter. Und somit könnt ihr das Tablet nun neu einrichten und euch stehen dann alle Funktionen wieder zur Verfügung. Und damit komme ich zum Ende des Tutorials. Vielen Dank fürs Zuschauen und weiterhin viel Freude mit den Programmen von Tenorshare. Tschüss, bis bald und auf Wiedersehen.